So, dein peinlichster Moment im FCD, da habe ich ja die richtige Frage am Anfang. Es gab einmal einen Feueralarm im Haus und ich habe es nicht mitbekommen. Ich saß wirklich am Rechner, bis ein Feuerwehrmann mit voller Montur und Gasmaske und Sauerstoffgerät von hinten mir auf die Schulter tippte. Was ist deine Aufgabe? Ich bin Direktor am FZI und war mal Mitarbeiter. Urgestein oder Newcomer? Dadurch ein Stück weit beantwortet. Ich glaube, ich bin 93 ans FZI gekommen. Was haben wir hier? Inwiefern senkst du den Altersdurchschnitt? Ich glaube, ich bin eher der Ausschlag auf die andere Seite. Bist du ein Morgenmuffel? Nein, überhaupt nicht. Jeden Morgen, auch am Wochenende, stehe ich morgens um 6 auf, weil ich dann 2 Stunden für mich habe. Was ist das Tollste an deinem Job? Das Tollste ist, und das hat auch Herr Professor Müller-Glaser, mein Doktorvater und Direktor, immer gesagt, dass man hier mit jungen Menschen zusammenarbeiten kann, ist ein ungeheures Privileg. Jung, motiviert, voller Ideen und die Karriere noch vor sich. Wie kommst du morgens zur Arbeit? Mit der Stadtbahn. Und da fahre ich 35 Minuten, habe das Laptop offen, das mache ich hin und rückfuß und bin dann auch gleich gut vorbereitet. Was ist das Ungewöhnlichste, was du hier am FZI erlebt hast? Abendfüllend wäre dies. Wie kannst du mit dem FZI die Welt verbessern? Ich glaube, ich persönlich kann das gar nicht, aber unsere Mitarbeiter können das. Und zwar, wenn sie in die Welt hinausgehen, nachdem sie am FZI waren. Was passiert, wenn der Kaffee leer ist? Wie hast du zum ersten Mal vom FZI gehört? Ich bin hier wirklich am Karl-Wilhelm-Platz ausgestiegen, zum Höpfner Burghof gelaufen und mehr oder weniger zufällig am FZI vorbeigekommen.